Ja, moin, moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Cracktech A New Horizons. So, ich war fleißig wie ein Bienchen. Ich habe die Tools geupgradet, habe ein bisschen Diamanten gemeint, habe ein bisschen zum Leveln habe ich Eisen gemeint und dachte mir, komm, guckst du mal noch hier unten hin. Aber hier ist, irgendwas ist hier kaputt. Hier ist auf jeden Fall Redstone. Man sieht es nicht, weil die Schrift so dunkel ist, aber irgendwo ist hier ein Fehler im System. Ha. Ich hätte eigentlich hier hingehen müssen. Na, auf jeden Fall, hier ist auch Redstone. Hätte ich mal eins hier weiter nach unten gegraben, hätte ich nicht die halbe Welt umgraben müssen, um, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Hier nehmen wir uns mal die... Entschuldigung, ich habe schon wieder vor der Aufnahme was getrunken. Das ist unglaublich. Also, wir nehmen uns hier die Bronzeplatten, weil die brauchen wir gleich. Hier würde uns vorschlagen, einen Diamanthammer zu machen. Das machen wir dann irgendwann mal. Ja, Mazarata. Wir bauen uns einen Mazarata. Dazu brauchen wir eine Bronze... Hülle dazu. Wir haben viel zu viel Essen dabei. Es ist alles gut. Das ist alles gut. Sehr schön. Dann packen wir das hier rein. Ich mache mal ganz kurz noch Ordnung. Bronze. So. Jetzt machen wir erstmal die hier weg. Drei. Wir brauchen gleich eh noch mal was. Weil... Für die Pipes. Wir haben ja keine Pipes mehr. Ne? Irgendwo hier war noch eine. Oh, das ist eine normale Fliege. Geh weg. Pistons. Pistons haben wir hier. Und aus der Quest nehmen wir uns auch noch Pistons mit. So, dann brauchen wir 4 Small. Dazu brauchen wir Minimum 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Hopp, hopp. Hammer und die Wrench. Das müsste passen. Und die zwei Diamanten und das Ding hier. Und schon haben wir hier den Macerator. Jetzt geht's los, meine Freunde. Tschu. So, das hier. Ah, ich muss mir unbedingt so eine Wrench machen. Unbedingt. So. Hier machen wir wieder so was hin. Das verbinden wir hier rein. Den Ofen habe ich schon wieder angeschmissen. Das geht auch sehr schnell weg. Das ist gut. So, die machen wir wieder hier rein. Den Pisten machen wir auch mal hier rein. Das machen wir hier rein. Hier machen wir das wieder hin. Den Carpenter machen wir hier rein. Gut. So, das füllt sich noch auf. Aber jetzt, meine lieben Freunde, können wir endlich... dieses Brown Lemonite, das Eisen. Wir warten, bis das ein bisschen voller ist. Können wir endlich Sachen verdoppeln. Hier gibt es neue Quests. Gypsum. Genau, die brauchen wir für den Blast Furnace. Da müssen wir ganz viel Gypsum finden. In diesen Basaltic Mineral Gedöns. Da kriegen wir auch nochmal einiges an Eisen raus. Lazurite ist ja... Ja, da brauchen wir die Lapis-Vein für Kalzit. Haben wir schon eine Lapis-Vein? Haben wir schon eine Lapis-Vein? LLL Lapis Leopold... Nee. Wir haben tatsächlich noch keine Lapis Lazuli-Vein gefunden. Nein! Ich muss schon wieder graben gehen. Lapis Ohr. Lazurite Vein. Ah doch. Ich
Ich glaube, Lazurite habe ich schon gefunden, oder? Nö. Okay. Wir müssen mal wieder graben gehen. Aber das ist noch nicht so dringlich, sage ich jetzt mal. Wie sieht's aus? Oh ja, es ist voll. Und dann machen wir erstmal. Fangen wir langsam an. Das dauert halt ewig, ne? Das dauert halt ewig. Gucken wir mal. Aber ich glaube, den Macerator kann er schon bedienen, ne? Ja. Also das ist jetzt kein Problem, da kann ich den ganzen Stack reinwerfen. Und ich glaube, dass wir das Erz verdoppeln, oder? Mit dem Macerator haben wir schon verdoppelt, wenn mich nicht alles täuscht. Dauert halt echt lang, ne? Das ist 40 Sekunden. Ja, wir verdoppeln auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich das schon mal. Dafür brauchen wir auch den Macerator. Man könnte es auch. Gehe ich jetzt mal fast davon aus. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich muss man den Macerator benutzen. Für. Ah ne, warte. Für Glass Dust braucht man Quartz Sand. Doch. Man braucht den ist Bescheid. Sand, genau. Sand ergibt Quartz Sand. Und doch, den könnte man auch, ja, okay, könnte man auch mit Mortar machen. Und das hier ebenso. Aber nö. Gut. Also Lapis muss ich suchen. Gypsum haben wir, das muss man sammeln. Dann geht das weiter. Compressing Stuff könnten wir eigentlich noch machen. Ich will nur gerade mal gucken, kann ich. Ja, kann ich. 20 Coins, das mache ich auch. Dann kann ich mir Pistons kaufen. Oder? Wollen wir das machen? Wollen wir ohne Coins spielen? Nee, ohne Coins ist auch nervig, oder? So ganz ohne Coins. Ich meine, die sind ja da auf der anderen Seite. Nee, komm, wir lassen das. Wir nutzen erstmal keine Coins. Wir sammeln die ein bisschen. Und benutzen die erst später. Aber ich möchte eigentlich woanders weitermachen. Und zwar, ich wollte ja noch ein Boot bauen. Das werden wir auch machen. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Aha. Aha. Okay. Ist nicht schlimm. Ein Kniefel, drei solche. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also es stand da in dem Questbook für alle, die kein Englisch können, dass die Sinnhaftigkeit, Sinnvolligkeit, wie sagt man da, eines Bootes nicht garantiert werden kann, weil es kein Ocean gibt. Aber in unserem Fall macht es schon durchaus Sinn. Ich hätte vielleicht nicht hier. Ja, das habe ich jetzt gut gemacht. So. Macht es durchaus Sinn, weil wir halt ganz schnell hier rüber gehen können. Oder eben auch. Ich darf nur nicht mit diesen ganzen Dingern hier kollidieren. Oder auch eben hier zum Redstone. Oder. Ja, mal gucken, was da noch so alles kommt. Also, es macht schon Sinn für uns. Wenn wir das Boot hier hin. Dann müsste das doch eigentlich hier gefangen sein. Okay. Okay. Das hat ja super funktioniert. Ich drehe durch. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Gut, dass das Boot nicht so teuer ist. Wir probieren das nochmal. Aber ja, also es macht für uns schon Sinn, würde ich jetzt sagen. Wir können das Boot ja hier irgendwo so hinklatschen. Vielleicht, wo wir nicht gerade einen
reißenden Strom gemacht haben. Hier zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier ganz leicht so... Ich verstehe die Steuerung noch nicht so ganz, aber okay. Das müsste doch eigentlich hier... Ja, seht ihr. Deswegen... Das ist doof. Nein! Bleibt doch... Hä? Ah! Ah ja, okay. Ich versuche immer hier mit... Ah! Ah, ne! Was ist denn das? Wieso... Das geht immer ab wie so ein Düsenjet, ey. Wie so ein... Jetboot. So, wir testen das nochmal. Ich kann das. Also... So, lenken tue ich, indem ich in die Richtung schaue und Gas gebe. So, wie bremse ich? Okay, ich bremse mit rückwärts. Ich bremse mit rückwärts. Okay. Okay, okay, das kriege ich hin. Jetzt, wenn ich hier hinfahre, ganz, ganz vorsichtig, da müsste er es doch dahin ziehen. Ne? Genau, so, wenn ich jetzt aussteige, schwimmt es trotzdem wieder weg. Nee, es bleibt hier. Gut. Ich hoffe, das bleibt so. Es ist tatsächlich ein bisschen instabil. Wie viel Sinn das macht, das wird sich noch herausstellen. Gut, haben wir. Wir haben das Boot auf jeden Fall schon mal. Jetzt machen wir hier mal die... die... Wir warten mal. Es gäbe auch ein Rubberboot, aber das können wir noch nicht machen, weil wir noch keine Rubbersheets haben. Ich weiß nicht, ob wir die schon machen könnten. Sei mal dahingestellt. Wir müssen uns auch mal so ein Schwert machen. Mittlerweile können wir ja, nee, das können wir noch nicht, weil wir noch keinen Tinker's Schwert haben. Aber wenn wir das hätten, dann könnten wir das Schild und das Schwert gemeinsam nutzen. Aber wir könnten hier mal weitermachen. Wir machen jetzt hier mal weiter. Wir nehmen uns jetzt hier mal dieses Woven Cotton. So, ich hätte gern a quicker way to get around. Ein Pferd. So. Ein Sattel. Da brauchen wir... Aha, aha, das ist gar nicht so schlimm. Doch, das ist schon schlimm. Nein, Eisenring geht auch. Okay, aber wir brauchen 4 Leder. Leder. Hätten wir. Wir haben das eine Tanned Leather. Wir brauchen Schafe. Was brauchen wir für die Lead? Ah, Ball of Glue, Glue, oder? Aha, aha, aha. Ball of Glue, Glue. Aha. Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Das ist unfassbar. Bla bla bla. Bla 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 bla. Hier steht nix von Glue. Und sonst gibt es ja keine Rezepte. Ne? Assembler mit Slime Ball. Glue. Es gibt ja diesen Glue hier. Das hilft mir aber alles nichts. Weil ich keinen Rubber machen kann. Weil ich für den Rubber... Für den Rubber... Rubber Sheet... Genau. Molten Rubber brauchen wir den Chemical Reactor mit Sulfur und Raw Rubber Dust. Ja, 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 ja. Okay, dann können wir das wohl noch nicht machen. Wir könnten aber. Ja, Slime Ball. Aber wir haben keinen Slime. Können wir uns Slime Balls kaufen? Coins, Coins, Coins. Neu. Können wir einen Slime spawnen lassen? Nein. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, wo waren wir? Hier waren wir. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, hier mit diesem Blatt. Was gab es hier noch? Slimeball? Was, wie kriegt man das hier so? Okay. Nö. Clue. Nö. Okay, gut. Dann vergessen wir das mal. Dann, machen wir uns die Backpacks. Wir brauchen 4 Leder, ein Tanned Leather, 2 Woven Cotton, 2x Stone. Ergibt den Diggers Backpack. Das gleiche brauchen wir dann nochmal alles.
Jetzt hängt mein Minecraft wieder mal. Blop, blop. So. Den Diggers Backpack. Das ist der für... Schlag mich tot. Für... Die Steine und so weiter. Das ist schon mal ganz gut. Also hier kommen dann 15 Slots. Steine, Sand, ne? Solche Sachen. Haben wir das? So, jetzt bräuchten wir halt nochmal 4 Leder. Ne? Dann könnten wir uns noch den Miner's Backpack machen. Dazu müssten wir mal... Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo waren noch... wie das aussieht, ne? Diesen ganzen Markierungen. Irgendwo waren noch Kühe hier unten und so. Oder hier oben, glaube ich, waren auch noch mal welche. Hä? Ist hier was im Wasser, oder? Optische Täuschung. Okay. Bam, 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 bam. Ja, Leute. Ich überlege gerade, was wir noch machen könnten. Das war wieder total, wie immer, unvorbereitete Folge. Aber wir haben den Macerator gemacht. Das war, also man muss schon sagen, der Macerator, das war schon mal nicht schlecht. Ne? Es ist schon mal ein großer Fortschritt. Ja komm, wir machen uns jetzt hier noch den Kompressor. Was soll's? Wieso so zimperlich? Bronzehülle, Small Fluid Pipes und 2 Pistons. Das kriegen wir doch hin. Das ist doch absolut null Problemo für mich. So, das hier oben rein. Das hier hinten hin. So, wir brauchen für den Kompressor. Also wir haben schon mal einen. Dann brauchen wir das hier. Dann brauchen wir einen Zaun. Haben wir. Dann brauchen wir 2 solche. 2 solche. Ist doch alles easy. Ist doch alles easy. Das Ding geht immer noch. Ich werde wahnsinnig. Ah ja, und 2 Small Iron Gears. Da bräuchten wir 4 solche. 2 Platten. 1, 2, 3. Also 2 Platten. Oh, jetzt geht er kaputt, ne? Jetzt geht er kaputt. 2 Platten. Pfeile. So was hier. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber irgendwie so was hier. Ah ne, das war links Wirecutter, rechts Hammer. Jo, jo. Läuft, 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 läuft. So, das. Das. Piston Numero 2. Ich sollte mir den vielleicht hier so hinsetzen. Dann gehen wir mal. Immer ist diese Tür offen. Gab es da nicht eine Quest für Druckplan? Müssen wir mal gucken. Es gibt auf jeden Fall eine Quest für Türen. Also müsste es auch eine für Druckplatten geben. So. Hallo? Gibst du mir das? Ja, Wölchen. Dann brauchen wir hiervon 8. 1, 2, 3, 4, dann 6, 7, 8. Und nochmal mehr, weil wir ja noch Pipes brauchen. Dann haben wir das hier. Dann bräuchten wir mal... Natürlich, wenn ich das jetzt hier reinwerfe. Pass auf, wir machen uns nicht zu viel. Das wird vermutlich schon zu viel sein. Guck dir das an, wie der Aloysmelter einfach hier den ganzen Dampf wegsaugt. Das ist schon krass. Oh, wie cool. Wir verdoppeln unsere Erze, ey. Mega. Mega. Guck dir das an. Wir haben jetzt noch nicht mal 1 gemacht, ey. Das ist unglaublich krass. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir diesen Puffer hier, den guckt ihr das an, wie der alles leer saugt hier. Das ist so ultimativ krass. Dieser Aloysmelter ist der Wahnsinn. Aber gut, das reicht uns erstmal. Wir könnten natürlich... Könnten wir? Na gut, wir könnten es crushen, dann könnten wir es zusammenmischen und dann immer...
Ja, das wird auch gehen. Dann hätten wir Bronze Dust. Aber, ich weiß nicht. Ist schon umständlich, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den den Puffer kriegen. AKA Iron Tank. Ich hatte doch irgendwo noch mehr. Ja, ich dachte es mir fast. So, jetzt Steam Compressor. Achu, achu. Achu, 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 achu. A Steam Compressor. Very, very nice. Wir packen den hier hin. Bronze Fluid Pipe. Wir haben doch noch eine große. Kommen wir. Ne, wir machen eine kleine. Ich weiß nicht, ob die kleine reicht. Wir testen das einfach mal aus. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt auch den Kompressor. Es ist so nice, wenn die ganzen Maschinen hier reinkommen. Ja. Gut. Perfekt. Gib mir das mal. Jetzt haben wir den Kompressor. Jetzt können wir nämlich auch Bücher machen. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie. Extractor Assembler. Wieso ist das jetzt freigeschaltet worden? Ich weiß es nicht. Dann können wir nämlich zu Forestry fortschreiten. Oh, hier gibt es dann den Hammer. Das ist auch nice für die ganzen Eisenplatten und sowas. Dann kann man die einfacher machen. Ich glaube, das ging mit dem Hammer. Block of Iron. Die müssen in den Kompressor, ne? Ja, 9 ergibt. Ja, ich verstehe schon. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Dann gibt es hier dieses Better than Iron. Genau, dazu braucht man die Nuggets, die muss man dann einmal schmelzen, dann kriegt man die Rough Iron Nuggets und die kann man dann Kompressoren in die Ingots. Very nice, very nice. Hoppala. Ja, es tut sich auf jeden Fall was, die Maschinenhalle füllt sich. Und ich muss mich auf jeden Fall noch besser vorbereiten wieder auf die ganzen... auf die Folgen, weil ständig irgendwas ausgeht. Aber gut, so ist es halt. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier noch ordentlich die Erze crushen, damit wir viel Eisen haben, damit wir dann in Kürze hoffentlich bald mal den Tank machen können. Wie gesagt, der wäre schon sehr, sehr wichtig. Und ich werde das ganze Zeug sammeln. Eigentlich müsste jetzt dieses Multiblock genau fertig sein. Das Clay müssen wir sammeln. Das Cobblestone und Flint. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Hier wird es echt dann schon ein bisschen aufwendiger mit dem Calcite Dust. Und man braucht ja dann diesen Brick Dust. Also das heißt, man macht die Bricks, man häckselt sie wieder, macht sie dann zusammen. Es ist unglaublich aufwendig. Ja. Dann nochmal, also dann Gypsum und Firebricks und also krass. Guckt euch das an. You'll need 400, also 432 Unfire Clay Bricks, 432 Bricks, 108 Clay. Alter. Clay und Brick, das 216 Compressed Fiber. Oleck, oleck, oleck. Wie wir in Bayern so gern sagen, oleck, oleck, oleck. Fuck. Ja. Ich habe einiges zu tun. Bis zur nächsten Folge. Ja, also, wir sehen uns dann in einem Monat wieder, würde ich sagen. Krass. Wahnsinn. Ja, nee, wie gesagt, mal gucken. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit vorher noch den Tank machen, würde ich jetzt fast mal behaupten. Was haben wir denn hier eigentlich? Wieso? Oh. Kuchen, kann man den hinsetzen? Kuchen? Nice, wir haben Kuchen bekommen. Und wir haben noch einen Lootbag, den machen wir auch noch auf. Bio. Wieder was zu essen, ey. Also, Essen. Essen haben wir jetzt genug. Ja. Genau. Was gibt's hier eigentlich? Die ganzen Coal-Sachen, ne? Die lassen wir jetzt erstmal hier. Brutal viel zu tun. Hier geht's nämlich dann ins LVH runter. Also hier ins Stromzeitalter. Aber bis dahin haben wir echt noch viel zu tun. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal diesen hier fertig machen.
Und vorher müssen wir aber das alles noch machen. Also, ja. Wie gesagt, ich sammle mal ganz ordentlich alles ein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und ja, wie gesagt, ansonsten sehen wir uns dann halt in der nächsten Folge wieder. Ne? Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.